Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und liebe Zuschauer am Computer, ich begrüße euch alle ganz herzlich an einem wunderschönen Morgen zum Gottesdienst. Es ist der erste Gottesdienst in der Passionszeit. Ganz besonders begrüße ich dazu die ehemalige EMK-Pfarrerin Anna Theiler aus Weifelden. Schön, bist du heute da mit uns, hast du ein bisschen Zeit zusammen verbracht. Und danke wirst du mit uns den Gottesdienst gestalten und auch Predigt halten. Ich freue mich sehr darauf. Der Wochenspruch ist aus dem 1. Johannesbrief und er lautet: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Christus ist in die Welt gekommen, um die gute Schöpfung, wie sie von Anfang an gemacht ist, wieder herzustellen. Vielleicht ist es ein bisschen wie das Leuchten vor Sonne heute Morgen, wo die Dunkelheit und die Winterzeit wieder vertreibt. In Christus haben wir wieder einen Zugang zu Gott, unserem Vater. Und durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt hat, sind wir befähigt zum guten Werk. Das gute Werk ist die Liebe und die Verehrung Gottes. Das gute Werk ist aber auch, dass wir einander untereinander gut tun. Dass wir einander lieben und das sehen, was da ist. Und einander vielleicht weniger zeigen, was alles noch nicht gut ist. Das gute Werk ist, aber dass wir auch Ja zu uns selber sagen können. Dass wir auch dürfen sagen, in Christus sind wir Gottes geliebte Kinder. Und so feiern wir den Gottesdienst in Dankbarkeit, dass Gott der Vater seinen Sohn zu unserer Rettung in die Welt geschickt hat und dass er jetzt durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig ist. Dass du uns durch die Nacht begleitet hast, dass wir gesund haben dürfen aufstehen und in diesen neuen, schönen Tag dürfen reingehen. Dein Wort sagt, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und darum dürfen wir auch damit rechnen, dass du uns dein liebevolles Antlitz zuneigst, dass du uns auch heute Morgen begegnen willst, jedem Einzelnen von uns nach bist. Hilf uns, dass wir deine Stimme aus den Liedern, aus deinem Wort dürfen hören und unseren Glauben und unser Vertrauen zu dir gestärkt und aufgebaut wird. Lass uns heute Morgen ganz viele Sonnenstrahlen von deiner Liebe auffangen, unser Herz warm und offen für dich machen. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir stimmen jetzt, also nicht mit den Lippen, aber in unseren Herzen, das Lied 618 an.
Es ist das bekannte Lied «Morning has broken» mit dem deutschen Text. Ich lese die erste Strophe und die zwei folgenden werden gespielt. Tageserwachen, ein neuer Morgen. Und Amsellachen öffnet das Ohr. Dank für das Singen, Dank für den Morgen. Loblieder klingen im Schöpfungschor. Ich lese aus dem Buch 2. Könige, Kapitel 5, ab Vers 1. Und Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, galt vor seinem Herrn als bedeutender Mann. Und er war angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern Sieg verliehen. Aber der Mann, ein tüchtiger Krieger, hatte Aussatz. Und Aram war in Streifscharen ausgezogen und aus dem Land Israel hatten sie ein junges Mädchen verschleppt und dieses diente vor der Frau Naamans. Und sie sagte zu ihrer Gebieterin, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria ist, dann könnte dieser ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman und berichtete seinem Herrn, so und so hat das Mädchen gesprochen, das aus dem Land Israel kommt. Und der König von Aram sagte, geh, zieh hin, und ich will dem König von Israel einen Brief senden. Und er ging und nahm 10 Kikar Silber mit, dazu 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte dem König von Israel den Brief, und darin hieß es, und nun, da dieser Brief an dich gelangt ist, sieh, ich habe Naaman, meinen Diener, zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als aber der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn ein Gott, der töten und lebendig machen kann, dass dieser zu mir sendet, damit ich einen Menschen von seinem Aussatz befreie? Begreif doch und seh, dass er nur einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Vom Lied 73 hören wir die ersten 4 Strophen und ich lese die erste Strophe. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust,
Ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. Ich lese die Geschichte weiter, die ich angefangen habe. Und von hier an ist es auch der Predigttext. Und als Elisha, der Gottesmann, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und sprach: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Soll er doch zu mir kommen, damit er erfährt, dass es in Israel einen Propheten gibt. Und Naaman kam mit seinen Pferden und seinen Wagen und trat an die Tür des Hauses, das Elisha gehörte. Elisha aber sandte einen Boten zu ihm und sprach: Geh und wasche dich 7-mal im Jordan. Dann wird dein Leib wieder rein sein. Da wurde Naaman zornig, ging und sagte: Sieh, ich hatte mir gesagt, er werde gewiss zu mir herauskommen, sich zu mir stellen und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen, dann seine Hand über die Stelle bewegen und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht der Abana und der Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser Israels? Kann ich mich nicht in denen waschen und rein werden? Und er wandte sich um und er ging in seinem Zorn weg. Seine Diener aber traten zu ihm, redeten ihm zu und sagten: Unser Vater hätte der Propheten Schweres von dir verlangt, würdest du es nicht tun? Und nun erst recht, denn er hat dir gesagt: Wasche dich und werde rein. Da ging er hinab und nach dem Mord des Gottesmannes tauchte er 7-mal in den Jordan ein. Und sein Leib wurde wieder Leib eines jungen Knaben und er war rein. Wir hören jetzt vom angefangenen Lied die Strophe 10 und 12. Wohlauf, mein Herz, sing und spring und habe guten Mut. Dein Gott, der Ursprung aller Dinge, ist selbst und bleibt dein Gut.
Liebe Gemeinde, es begegnen uns in dieser faszinierenden, eindrücklichen Geschichte vier Persönlichkeiten in Haupt- und Nebenrollen, die wir heute Morgen etwas näher miteinander betrachten wollen. Sie alle sind an dieser wunderbaren Heilung von dem syrischen Feldhauptmann beteiligt, darin involviert. Es wird auch deutlich, wie der lebendige Gott ganz verschiedene Menschen als seine Werkzeuge braucht, um einem Menschen, der in grosse Not geraten ist, zu helfen. Die Ereignisse, die hier geschildert werden, müssen sich um das Jahr 850 vor Christus zugetragen haben. Der Elisa oder Elisha, der Nachfolger von Elia, war Prophet in Israel. Syrien, Aram, wie es damals genannt worden ist, war die beherrschende Macht im Mittleren Osten. Der Oberbefehlshaber der syrischen Armee war der General Naaman. Ihm sind entscheidende Siege gelungen. Offensichtlich war Gott mit ihm. Denn vielsagend heisst es im biblischen Text, er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihm, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. Der biblische Schriftsteller macht klar, dass Gott der Herr über die ganze Erde ist. Und auch an einem Volk, wo fremde Götter anbetet, den Sieg kann schenken. Er, der Heilige und Einzige und Allmächtige, ist nicht nur auf das Wohl von Israel bedacht, er hat alle Menschen im Blick, so wie Jesus Christus mehr als 1000 Jahre später seinen Jüngern einen universalen Auftrag wird geben, nämlich geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Der Naaman gehört als Feldherr zum engsten Regierungszirkel in Damaskus. Sein Wort war Befehl. Ein Alpha-Typ. Herausforderungen hat er mutig angepackt. Sein Name bedeutet Naaman, lieblich. Was erstaunt, denn noch Generationen später hat das Alte Testament über die Heer von Naaman, seiner Lieblichkeit, mit eisernen Dreschlitten haben sie Gilead gedroschen. Trotz seiner steilen Karriere hat es aber eben ein Aber gegeben im Leben. Aber an Aussatz erkrankt. Unter seiner prächtigen Uniform hat der Naaman an einer schweren Hautkrankheit gelitten, wahrscheinlich Lepra. Dagegen war der erfolgsverwöhnte General machtlos. Gegen aussen also ein beneidenswertes Leben, wo alles gestimmt hat und ihm auch alles gelungen ist. Wenn nicht eben das Aber gewesen wäre. Kennen wir diese Abers nicht auch in unserem Leben? Sie sind vielleicht wie beim Naaman nach aussen noch nicht sichtbar, aber sie sind da und belasten uns schwer. Sprichwort sagt und hat wohl recht, unter jedem Dach ein Ach. Wir alle sind manchmal mit Problemen, Konflikt, Krankheiten, mit Lebens- und Glaubenszweifeln, mit persönlichen Schwächen, mit Fehlentscheidungen und vielem mehr konfrontiert. Aber sie sind, wie uns gerade diese Ereignisse hier zeigen, kein Grund zum Verzweifeln. Wir sollen und müssen uns den Konflikt stellen,
aber dabei mutig und unbeirrt mit der Hilfe und Gnade von Gott rechnen. Es gibt Hoffnung. In einem alten Chorus haben wir alle als Jugendliche gesungen: Ach, wenn du könntest glauben, du würdest Wunder sehen, es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Ein erster feiner Hoffnungsschimmer am Horizont leuchtet in der Gestalt von einer jungen Sklavin im Haushalt von Naemann auf. Der Erzähler beschreibt sie als junges Mädchen, ein Ausdruck, der noch wichtig wird sein. Bei einem militärischen Scharmützel ist sie als Kriegsbeute verschleppt worden. Selbst wenn es ihr noch gut ergangen ist, eins ist klar, ihre Lebensträume sind geplatzt. Als Sklavin wird sie nie eine Familie haben, sie hat keinen Einfluss, keine Hilfe, sie steht ganz unten auf der sozialen Leiter. Die Macht von Naemann ist zu ihrer Ohnmacht geworden. Auch mit dieser jungen Frau können sich viele Menschen auf dieser Welt identifizieren. Menschen aus Kriegsgebieten, die alles verloren haben, auf der Suche nach einer neuen Heimat, nach Geborgenheit. Aber da gibt es auch viele noch junge Leute, die fragen: Was mache ich mit meinem Leben? Familiäre, soziale, berufliche und auch gesundheitliche Schwierigkeiten verhindern manchmal Lebensträume. Sie müssen sich mit Nebenrollen abfinden, so wie die junge Sklavin. Aber erstaunlicherweise ist sie weder deprimiert noch verbittert. Als Kriegsverschleppte aus ihrer Heimat und ihrem Elternhaus rausgerissen. Möglicherweise sind ihre Eltern auch umgebracht worden bei diesem Überfall. Hätte sie allen Grund gehabt, sich über das Schicksal von ihrem Herr klammheimlich zu freuen und sich so ein bisschen über ihr eigenes Leid wegzutrösten. Aber sie denkt und handelt anders. Sie lebt nach der göttlichen Devise, wo uns Jesus in der Bergpredigt lehrt: Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Es ist ein Stoßseufzer, wo zmitz aus ihrem Herz kommt: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. So jung sie ist, gibt sie Zeugnis ab von ihrem Glauben. Da ist nicht der Hauch von einem Zweifel, ihren Wort zu erkennen. Dass der Naemann tatsächlich könnte gesund werden, wenn er zum Prophet Gottes nach Samaria würde gehen. Ihr tief mitfühlende Wesen, Liebe Gottes, die aus ihr heraus strahlen tut, lässt die schlichten Worte zu einem zündenden Funken werden. Und dieser Funken springt über auf die Frau des Naemann und von der Frau auf ihren Mann und von da zum König von Syrien. Also eine heilsame Kettenreaktion. Angefacht durch die Worte von einer schlichten Magd. Sie hat durch ihre Liebe und durch ihr echtes Erbarmen letztlich die Tür zur Heilung von Naemann aufgestoßen. Der biblische Text lehrt uns auch, dass ein mitfühlendes Herz wie ein Boden ist, wo der Heilige Geist wirken kann. Und das junge Mädchen spricht er Wort
vom Leben aus für einen Ehemann, für seine Familie. Und sie vertraut darauf, dass der Gott von Israel bzw. sein Prophet einem General ganz bestimmt könnte helfen. Sie zweifelt nicht. Und so sagt sie, Saat vom Glauben. Wie kostbar, wenn wir auch so Menschen in unserem Leben dürfen haben. Wie wertvoll ist es, dass der Naaman die junge Frau in seinem Haus hatte. Ihr mutiges Wort eröffnet ihm neue Perspektiven. Wird der Naaman auf einen Hinweis von einer Sklavin aber eingehen und auf sie hören? Und tatsächlich, es kommt jetzt Bewegung in die Geschichte. Der Naaman ist völlig in seinem Element, er lebt auf. Und er nutzt die guten Beziehungen in die Machtzentrale nach Damaskus. Wo der syrische König den Tipp von der Sklavin hört, läuft die diplomatische Maschinerie an. Es wird nämlich ein Brief an den König von Israel verfasst, mit folgendem unzweideutigem Inhalt. Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Mit anderen Worten, sorg dafür, dass mein General wieder gesund wird, wie du das machst, das ist dir überlassen. Davon aber hat die Dienerin kein Wort gesagt. Sie hat ja von einem Prophet geredet, von einem Mann Gottes und nicht vom König. Da scheint also ein Missverständnis vorzuliegen. Offenbar wollen da auch mächtige Männer ihre Probleme unter sich lösen. Und dazu braucht es ordentlich viel Geld, nämlich 350 Kilo Silber, 70 Kilo Gold und 10 Festkleider. Ich weiss nicht, ob die auch noch eine Party feiern wollten. Mit Macht und Geld glaubt man also, alles überzukommen, auch Gesundheit. Der Brief löst beim König von Israel blankes Entsetzen aus. Er ruft aus, bin ich Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Er zerreißt zum Zeichen von seinem Entsetzen seine Kleider. Eine verständliche und auch ehrliche Reaktion. Er weiss, politische Macht kann nicht heilen. Wer so etwas verlangt, ist entweder dumm oder bös, führt Böses im Schild. Die verfahrene Situation, die eine Krise am Königshof in Samaria auslöst, wird vom Prophet Elisa höchst persönlich entschärft. Wo er davon gehört, sofort einen Boten zum König schickt und ihm lässt ausrichten, der Naaman soll mal zu ihm kommen, damit er erfahre, dass es einen Prophet in Israel gibt. Der gute Weg zur Heilung wird also, wo die Sklavin angestoßen hat, hätte sie schon auf halbem Weg können scheitern können. Es hätte sogar politische Konsequenzen nach sich ziehen können, bis hin zum Krieg. Und unverhofft tritt da der Prophet Elisa auf und bringt den Naaman wieder auf Kurs und tut die Situation entschärfen. Und nicht ohne Ironie lässt er den 4-Sterne-General zu sich rufen. Es ist, als würde man der Elisa hören oder zumindest denken, Naaman, du hast dich in deiner Strategie geirrt. Du versuchst immer noch, den starken Mann zu markieren, obwohl es dich unter deinem stolzen Panzer
unerträglich juckt. Aber du musst lernen, neue Wege zu gehen. Also ist der General mit seinen Ross und Wagen, Streitwagen, zum Haus von Elisa gefahren und hat dort vor der Tür gewartet. Der Prophet hat bestimmt mitbekommen, wer vor seinem Haus geparkt hat. Da muss man nicht klingeln. Wenn eine schwarz gepanzerte Limousine vorn und hinten mit Motorrädern als Begleitschutz in eine Siedlung einfährt, dann überkommt das jeder mit. Wenn ich es einmal beim Fürst von Monaco live erlebt habe. Elisa, seine Nachbarn werden staunend an ihren Gartenzäunen gestanden sein. Brisant zu dem Auflauf, der hier veranstaltet wird, ist die Tatsache, dass in 2. Könige Kapitel 2 der Elisa und seine Vorgänger als Wagen Israels und seine Reiter bezeichnet werden. Damit steht die aramäische Militärmacht der Macht Gottes gegenüber. Das erste Mal aber geschieht gar nichts. Der eine ist nicht von der Kutsche oben abgestiegen und der andere ist nicht vor die Haustür getreten. Da ist also der Naaman mit seinem ganzen Gefolge vor dem Haus vom Prophet gestanden und hat auf etwas Wunderbares gewartet. Da endlich kommt der Bote aus dem Haus und sagt: Geh und wasche dich 7-mal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst rein werden. Aber das ist zu viel für unseren General. Gang und wasch dich. Das ist für ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Und erst noch in dem dreckigen Jordan. Was für eine Zumutung. Aber hat er denn nicht gehört? Du wirst wieder gesund. Beleidigt, wie er ist, denkt er, da habe ich mehr von der Metropole in die Provinz aufgemacht, bin so weit gereist und habe eigentlich gedacht, der Prophet selber würde rauskommen und mich feierlich und respektvoll willkommen heissen. Er würde dann ergriffen auf meinen Aussatz schauen, über die kranken Stellen in geheimnisvoller Weise seine Hände schwingen und dabei den Gottesnamen anrufen. Er würde mich ernst und wichtig nehmen. Und warum ausgerechnet in dem Jordan hier sind der Abana und der Parbar in Damaskus nicht besser als hier das kleine Flüssli Jordan? Der Naaman weiss noch nicht, was später der Hauptmann von Kapernaum wird aussprechen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Ein Wunder kommt eben nicht mit grossem Getöse daher. Es vollzieht sich in aller Stille und Schlichtheit, abseits von PR und grosser Show. Aber der Naaman hat jetzt genug. Er ist enttäuscht und unendlich frustriert. Er will nichts mehr hören und sehen. Er gibt seinen Ross die Sporen und will von dannen ziehen. Wieder scheint die Geschichte also in eine Sackgasse geraten zu sein. Und doch kommt sie jetzt so einer positiven Wende. Ganz überraschend. Doch seine Diener traten an ihn heran und redeten ihm zu. Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun? Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat, wasche dich und du wirst rein.
Ja, ich staune über die Weisheit von diesen Diener oder Soldaten. Die Geschichte wiederholt sich. Ist der Naaman durch seinen eigenen Stolz in eine Sackgasse geraten, so sind es einfache, bescheidene, schlichte Menschen, die ihm zurecht helfen. Sie heben ihm liebevoll den Spiegel vor und lassen ihn sich selber als beleidigte Leberwurst erkennen. Sie haben nur eine Nebenrolle. Aber sie weisen den Weg aus der zerfahrenen Situation. Naaman, vielleicht stolperst du über deine eigenen Vorstellungen und Meinungen. Sicher, auch wir haben mehr erwartet. Innige Gebet, Handauflegung. Aber denk doch mal an dich. Wie willst du weiterleben? Lass doch auf die Worte vom Prophet. Er verlangt ja nichts Unmögliches von dir. Und jetzt schildert uns der Erzähler eine bemerkenswerte Reaktion, wo man in diese Worte kleiden könnte: den Demütigen gibt der Herr Gnade. Auf eine Sklavin hören, beim Vorgesetzten Ferien für einen verrückten Reiser bitten und dabei müssen das Geheimnis von seiner Krankheit offenlegen. Beim israelischen König innegehalten zu werden, statt Audienz beim berühmten Gottesmann in beleidigender Weise durch sich Knecht abgefertigt zu werden. Er war doch auf Staatsbesuch gewesen, mit einem königlichen Dokument als Vollmacht. Und dann noch als Gipfel von der Unverschämtheit die Aufforderung, sich im dreckigen Jordanwasser zu baden. Das alles waren Zumutungen, die für den erfolgsgewohnten, von allen hofierten General nicht leicht zu ertragen waren. Aber ich denke, Gott hat sie seinem Leben zugelassen. Durch Demütigungen lehren wir Demut. Und ohne Demut können wir Gott nicht nahe. Stolz und Menschenfurcht hindern Jesus, seine Wundermacht zu entfalten. Die Worte von diesen Diener wirken wie Balsam auf seine Seele. Er beruhigt sich. Er lässt auf sie und lässt sich etwas sagen. Und das ist die Grösse von dem General. Wer diese Haltung einübt, hat viel bessere Chancen, Gott in seiner Macht und Herrlichkeit dürfen zu erleben. Der Naaman steigt ab. Von Samaria geht es rund 1000 Meter abwärts zum Fluss Jordan. Der äußere Abstieg beinhaltet aber auch eine innerliche Bewegung. Das Problem Aussatz wollte Naaman das erste Mal mit Beziehungen und mit Geld lösen. Dann ist er mit Ross und Wagen vorgefahren, Posen von einem siegreichen Feldherr. Beides hat nichts gefruchtet. Jetzt aber steigt er ab. Er steigt buchstäblich vom höheren Ross oben ab. Er lässt auf seine Soldaten, denen er normalerweise nur Befehl erteilt. Und was das Grösste ist, er schenkt dem Gotteswort Vertrauen. Darum wagt er jetzt auch die glanzvolle Rüstung abzulegen. Und darunter wird der Aussatz für alle sichtbar. Nackt, verletzlich, hilflos steht er da. Nicht mehr der grosse General, sondern der Mensch Naaman. Und er folgt Gottes Wort und taucht 7-mal im Jordan unter. In seiner Schwäche, und ich sehe da Jesus am Kreuz, in seiner Schwäche ereignet sich
das Wunder Gottes. Der Naemann wird gesund. Und jetzt müssen wir genau hören. Am Naemann sie lieb, so schreibt der biblische Erzähler, sei wieder rein geworden wie die Haut eines jungen Bub. Und diese Formulierung ist nicht zufällig gewählt. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Im Gegenteil, junger Knabe entspricht exakt der Formulierung junges Mädchen, die für die Sklavin am Anfang der Geschichte verwendet worden ist. Und im Hebräischen sind beide Worte fast identisch. In sprachlich feiner Weise sagt hier der Erzähler, der Naemann ist seiner Sklavin gleich geworden. Sein Abstieg hat ihn auf die gleiche Ebene wie sie gebracht, auf den Boden vom Glauben. Da unten hat er dürfen am wahren Gott begegnen. Auf den ihn das junge Mädchen Liesli aufmerksam gemacht hat, so wird ihre anfängliche Nebenrolle zur Hauptrolle. Und sehr wahrscheinlich hat er auch angefangen zu begreifen, verstehen, warum ihm die Sklavin anstatt Todeswünsche den lebensrettenden Tipp gegeben hat. Weil sie an einen Gott geglaubt hat, der alle Menschen liebt, dem das Leben und die Versöhnung von allen am Herzen liegt. Um das zu verstehen, hat der Naemann in seinem Leben müssen abrüsten. Er musste macht- und hilflos werden und hat dabei aber die gnädige Hilfe von Gott dürfen überreich erleben. Auf geheiligter Erde will er in Zukunft seinem Gott dienen, einem Gott von Israel. Seine Heilung war so eine überwältigende Erfahrung, dass er bekennt, nun weiß ich, dass kein Gott in allen Landen ist, außer in Israel. Der Gott will er in Zukunft anbeten und ihm allein dienen. Und es ist ihm so heilig ernst damit, dass er sogar den Prophet um Dispens bittet, wenn er sich mit dem König von Syrien im Tempel von Hadad Rimmon aufhalten muss. Der Elisa lehnt das grosszügige Geschenk vom Naemann ab, weil nicht er, sondern Gott selber ihn gehält hat. Wunder kann man weder bestellen noch kaufen. Sie sind und bleiben Gnadengaben Gottes. Und alles wahrhaft Gute kommt von oben. Der Elisa entlässt den General mit einem Segenswort. Friede sei mit dir. So wünsche ich auch Ihnen allen hier Gottes reiche Segen, dass Sie auch seine Fürsorge, seine Liebe, seine Hilfe und seinen Frieden in Ihrem Leben immer wieder dürfen erfahren. Amen. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück. Thank you.
vielen herzlichen Dank hast du uns so mit deiner wunderbaren Sprache mitten in die biblische Geschichte hineingenommen. Und ich darf sagen, mich persönlich hat es einfach gerade berührt, weil du mir auch so viele Punkte gegeben hast, die ich persönlich auch nachknüpfen konnte an die Geschichte. Ich glaube, dass mit deiner Predigt heute etwas von dem Shalom Gottes gegenwärtig geworden ist. Vielen Dank für deinen Dienst. Vielen Dank auch, und ich glaube auch das ist ein Teil vom Shalom Gottes, für die schönen Blumen auf dem Abendmahlstisch von der Heidi Oberholzer oder für die wunderbare Melodie, schon von Anfang an das Eingangsstück, die wohlbekannte Melodie und jetzt auch das Instrumental nach der Predigt. Danke, Anna-Marie Nater. Ich habe noch ein paar Mitteilungen zu machen. Wir sind in der Passionszeit und alles ist ein bisschen anders, wir wissen es unterdessen. Und wir als Vertreter der Allianz, ich den Eindruck, es wäre schön, wenn die Passionszeit nicht einfach nur so ein bisschen nebenher läuft oder vergessen geht. Im Gegenteil. Und wir haben uns überlegt, wir möchten gerne ein Abendgebet formulieren. Und wir haben eine kleine Gebetsbroschüre, die alle bekommen. Und es ist ein Abendgebet, das ihr daheim könnt beten. Und das Schöne ist, dass zu diesem Gebet her werden Kirchenglocken läuten. Und das heisst, bis am 28. Februar werden um 17:30 die Glocken läuten. Dann durch den März durch, um 18:00 am Abend. Dann um 19:00 und dann später um 19:30. Das heisst, die Glocken werden jeden Tag läuten von den Kirchen. Es ist dann alles genau aufgeschrieben. Und vorne habt ihr nachher die Gebetsliturgie, die ihr daheim könnt beten. Das ist eine Aktion, die innerhalb der Allianz die erste Idee war. Und die katholische Kirche hat gesagt, wir finden die Idee so gut, wir würden gerne mitmachen. Das heisst, die Aktion ist von der reformierten Kirche Männendorf, von der christlichen Gemeinde Männendorf, von der katholischen Kirche Männendorf, vom Bibelheim und auch von uns als EMK mitgestaltet. Weil es im Moment ein bisschen schwierig ist, Sachen zu planen, haben wir uns entschieden, keinen Gemeindegruß zu veröffentlichen. Wir werden es wieder im Frühling machen. Rita Brenna, Vorsitzende vom Bezirksvorstand, und ich haben wieder einen Gemeindebrief verfasst. Er liegt heute in euren Fächeln, nehmt ihn doch bitte mit. Oder wenn ihr schon von jemandem müsst, den ihr noch gerade werden sehen oder am Briefkasten vorbeilaufen, vielleicht nehmt ihr den auch gerade mit und werft ihn dort ein. Es sind Veranstaltungen einerseits vom März drin enthalten. Und dann ist auch wieder neu ein kleiner Text drin, das mal von mir. Im Gespräch mit dem Ted Witzig und mir haben sich überlegt, es wäre auch noch gut, wenn wir einander mal ein bisschen anders kennenlernen könnten. Und wir haben zwei einfache Fragen aufgeworfen. Woher kommst du und warum gehst du überhaupt zur Kirche? Die Frage habe ich jetzt einfach mal mit ein paar wenigen Worten in diesem Brief beantwortet. Dann wisst ihr ein bisschen mehr vom Hintergrund von mir. Und vielleicht sagt plötzlich jemand, auf die Frage kann ich auch antworten. Und dann könnt ihr mir ein paar Ziele schreiben und dann wird sie dann im nächsten Brief abdrucken. Weiter hat sich Heidi Oberholzer wieder ins Zeugs gelegt für einen Weltgebetstag. Und hier ist auch ein ganzer Artikel darüber. Weltgebetstag ist im Moment, wir müssen schauen, wie wir es dann umsetzen. Im Moment ist er geplant am Freitag, am 5. März, um 19:30 in der katholischen Kirche St. Stephan. Jetzt haben wir es. Nächstes Sonntag ist wieder ein Gottesdienst, um 19:30 das Gebet und Gottesdienst und Predigt wird ich dann halten. Soweit zu den Mitteilungen. Wir haben das Lied 348 und ich lese die erste Strophe. Gott
Gott ist getreu. Sein Herz, sein Vaterherz, verlässt die Seinen nie. Gott ist getreu im Wohlsein und im Schmerz. Er freut und trägt er sie. Weicht Berge, weicht, fallt hin ihr Hügel. Mein Glaubensgrund hat dieses Siegel. Gott ist getreu. Vater im Himmel, wir dürfen festhalten, du bist treu. Auf dich dürfen wir und sollen wir uns in jeder Lage unter allen Umständen verlassen. Auch wenn es einmal bitter aussieht, so wie beim Naemann, du kannst alles wenden oder uns Kraft und Hilfe schenken, geborgen und an deiner Hand durch eine dunkle Lebensphase durchzugehen. Du lässt uns nicht im Stich. Auch wenn wir nicht immer etwas spüren von deiner Macht, trotzdem bist du da, drehst uns und bringst uns ans Ziel. Dafür danken wir dir. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das schenkt uns Mut, im Glauben an dich fröhlich unseren Weg weiterzugehen. Und so wollen wir beten, wie du uns das gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen ein weiteres Lied. Danke. Es ist Nummer 468. Laudate omnes gentes. Laudate Dominum. Laudate omnes gentes. Laudate Dominum. Lob singt, ihr Völker alle. Lob singt und preist den Herrn. Lob singt, ihr Völker alle. Lob singt und preist den Herrn. Ich durfte da sein heute Morgen, das erste Mal in dieser Kapelle. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und weiterhin alles Gute. Wir wollen noch um einen Segen bitten. Und denen, wo es möglich ist, bitte aufzustehen. Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen. Geh an seiner Hand. Du bist bei ihm geborgen. Er kennt deinen Weg und er kennt auch dein Morgen. Er wird einzigartig für dich sorgen. Er kennt deine Grenzen. Er wird dich tragen. Auch wenn du und deine Kräfte auf dem Weg versagen. Geh an seiner Hand. Du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen. Geh mit Gottes Segen. Amen. Ich wünsche allen einen frohen Sonntag und auch eine gute Woche. Hüt euch Gott.